Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ganz einfach, weil wir 3 Gegentore bekommen haben. Wir haben eine ganz schlechte Auswärtsbilanz mit 11 Gegentoren und auch noch keins geschossen. Gibt sicherlich Gründe dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles schlecht war, so wie in Elversberg. Wir haben dann trotzdem nach vorne versucht, unsere Chancen zu erspielen, kein Tor gemacht. Ja, und hinten haben wir halt wieder 3 gefressen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das tut unwahrscheinlich weh, hat aber sicherlich seine Gründe und da müssen wir dran arbeiten. Ja, aber wir müssen es halt auch schleunigst tun, weil, wie gesagt, das sind jetzt schon 11 Gegentore. Wir haben keinen Punkt auswärts geholt. Das müssen wir jetzt ändern. Boah, ist echt schwierig. Klar, zu Hause wird man nochmal von den Fans gepusht, noch mehr. Aber das darf ja keine Ausrede sein. Man hat auswärts die Möglichkeit, 3 Punkte zu holen. Das Spielfeld ist das gleiche. Die Tore stehen genau da, wo sie auch zu Hause stehen. Das dürfen wir nicht als Ausrede nehmen. Ja, wir müssen jetzt wirklich gucken, so wie wir es auch schon nach dem Elversberg-Spiel gemacht haben, wo wir es auch richtig gemacht haben. Deswegen haben wir auch gegen Bayreuth gewonnen. So müssen wir das jetzt auch wieder machen. Bloß wir müssen halt auch gucken, ja, dass wir auswärts auch mal den ein oder anderen Punkt erhaschen und vor allen Dingen nicht so viele Gegentore kriegen. Fasse ich mir auch selber an die Nase. Da müssen wir einfach als Abwehr noch konsequenter verteidigen. Das können wir auch, aber wir müssen es halt machen. Ja, es ist schon schwer, wenn man dann Richtung Kurve geht. Man hat wieder 3 Dinger bekommen, in Elversberg 5, in Meppen 3. Das ist schon, man traut sich da eigentlich gar nicht mehr, deswegen kann man sich da nur entschuldigen. Aber ich glaube, die Fans wissen auch, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir eine charakterstarke Mannschaft haben und ja, dass wir alles daran setzen werden, das zu ändern, weil anders bleibt uns ja nicht übrig. Für uns ist das auch kein schönes Gefühl. Aber man kann sich, wie gesagt, nur entschuldigen, aber wir müssen zusammenhalten und dann wieder gegen Viktoria Köln zu Hause neu angreifen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.